Dögl, der IT-Partner des Halleschen FC. Wir automatisieren Unternehmensprozesse, schaffen mehr Agilität, verbinden Menschen. Wir entwickeln Zukunft. Herzlich willkommen zur obligatorischen Pressekonferenz nach dem Drittliga-Heimspiel unseres HFC gegen den VfL Osnabrück. Endergebnis 1:0. Wir begrüßen ganz herzlich alle noch im Wernersgrüner Business Club zugeschalteten Zuschauer und natürlich auch eine Aufzeichnung dann unserer kleinen und großen Fernsehkicker beim HFC TV. Last but not least natürlich die beiden Cheftrainer, Joe Enners vom VfL Osnabrück und Rico Schmidt von unserem HFC. Und wir möchten wie immer mit einem Statement der Trainer zum Spiel beginnen. Das Wort gebührt zuerst unseren Gästen. Bitte, Joe. Ja, vielen Dank. Erstmal Gratulation an Rico und seine Mannschaft zum Sieg. Es war ein sehr intensives Spiel. Erste 4-5 Minuten sind wir nicht gut rein ins Spiel gekommen, aber danach haben wir versucht, hinten raus flach zu spielen, ohne große Fehler zu machen. Das ist uns zum großen Teil gelungen. Nichtsdestotrotz, komplett ausgeschaltet haben wir Halle nicht. Wir machen zwei Fehler in der Defensive. Ein führt zum Pfostenschuss und der andere führt zum Gegentor. Das ist extrem bitter, weil wir der Meinung waren, dass wir halt gut im Spiel waren, vor der Halbzeit ein Gegentor kassiert zu haben. Und dann in der Halbzeit haben wir gesagt, dass wir halt weiter so machen wollen, dass wir weiterspielen wollen, weil wir halt zwei gute Chancen in der ersten Halbzeit gehabt haben, was nicht selbstverständlich ist hier in Halle. Kam raus aus der Halbzeit, haben noch 5, 6, 7, 8 Minuten gebraucht, aber danach haben wir halt das Spiel im Griff gehabt, ohne große Torchancen zugelassen zu haben, haben wir sehr offensiv agiert, aber es war schwer gegen so eine Mannschaft, die sich hinten reingestellt hatten, Torchancen zu kreieren. Die eine Torchance, die wir haben, den Kopfball, der gegen den Pfosten geht, wenn er reingeht, dann wäre es ein verdiente unentschieden gewesen, aber der geht nicht rein und deswegen haben wir die drei Punkte beziehungsweise einen Punkt nicht geholt heute. Nochmal Gratulation an meinen Gegenüber und wir sehen uns im Rückspiel in Osnabrück. Dankeschön. Ja, danke Joe Enners. Rico Schmidt, zum Spielverlauf bitte aus deiner Sicht. Ja, danke Joe. Wir sehen uns hoffentlich nächstes Jahr. Man weiß ja nie, wie das läuft bei uns. Man weiß ja nie, wie es läuft bei Trainer. Ja. Tendenz geht immer zu drei Trainer hin. Bitte? Tendenz geht immer zu drei Trainer hin. Genau. Für uns, für mich stand, wie können wir den Gegner Osnabrück bearbeiten, bespielen, auch mit den sehenden Dingen vom Dienstagabend, auch diese natürliche Enttäuschung, die gewirkt hat, die Wut, die bei uns allen drin steckte. Zwar eine gute Mannschaft gewesen sein gegen Hamburg, aber es hat, wie das so manchmal ist, dann, du musst nicht gut sein, sondern du musst dein Spiel gewinnen. Drei neue Impulse gesetzt mit Fabian Franke in der Innenverteidigung, Marvin Acani, der zur Halbzeit gegen Hamburg reingekommen ist, heute von Anfang an zu bringen, um Dynamik und Schnelligkeit auf der Außenposition zu generieren und auch ein Stück weit umgestellt, gedanklich umgestellt, gar nicht zu offensiv, aber trotzdem zu sagen, Pinto El Helve in der Spitze, um auch den Gegner mal vor ein paar neue Aufgabenstellungen, ein paar Ideen zu reagieren, wie machen sie das. Und insgesamt, glaube ich, spreche ich auch für meinen Kollegen, hoffe ich, haben wir in der ersten Halbzeit ein super starkes Drittligaspiel gesehen. Von beiden Mannschaften, Hauptbeteiligte durch beide Mannschaften. Wir für uns sind gut in die Partie gekommen. Die ersten 8, 10, 12 Minuten waren wir richtig gut drauf. Osnabrück mit der Wucht, mit der Größe, mit der Robustheit. Wir haben dort gegengehalten. Und wenn wir die Summe der Spielanteile der ersten Halbzeit hernehmen und auch der Chancen, der Möglichkeiten, glaube ich, geht auch das 1:0 in Ordnung. Fußball ist auch ein Fehlerspiel. Das ist uns am Dienstagabend extrem auf die Füße gefallen. Da haben wir die Fehler gemacht, die sind eiskalt ausgenutzt worden. Und heute hat der Gegner die entscheidenden Fehler gemacht. Und wie der Marvin, schon noch davor der Benny, der Marvin das Tor macht.
mit seiner unnachahmlichen Art und Weise ins Tripling gegangen ist und da abgeschlossen hat. Das ist Fußball. Und da gehen wir verdient in Führung zur Halbzeit. Osnabrück eine spielstarke Mannschaft, da haben wir auch gesehen im Aufbauspiel, da hat man hier und dort immer mal die Sorge, dort den Druck aufzubauen. Das war eine Vorgabe, das haben wir dann in der Regel dann auch gut hinbekommen. Mit der zweiten Halbzeit, mit einem guten Start, muss man auch, und das ist auch eine Entwicklung in der Mannschaft, von meiner Mannschaft, von unserer Mannschaft, dass wir Drücke aushalten. Weil mit Osnabrück auch eine sehr spielstarke Mannschaft aufgetreten ist, die ein sehr gutes Aufbauspiel leistete, uns immer wieder auch ein bisschen Sorgen bereitet hat. Sechser, Innenverteidiger, dann kam der lange Ball, der hohe Ball, auch in die Schnittstelle hinein. Und diese Drücke, auch diese Vehemenz, wie dann Osnabrück angegriffen hat, das musst du aushalten. Ja, auch das eine oder andere, wir haben das Spielglück heute gepresst, dass der Ball an den Pfosten geht in dieser Druckphase. Schlussendlich konnten wir das dann steuern und überstehen, und da hat, glaube ich, das hat jeder gesehen, wie die Mannschaft, der einzelne Spieler heute alles rausgepresst hat aus sich, nochmal ein Bein dazwischen zu hauen, nochmal ein Kopfballduell, in das Kopfballduell zu gehen, um dieses 1-0 zu halten. Wir für uns, das war auch offensichtlich, gerade in der zweiten Halbzeit dann, waren wir nicht mehr so präsent im Umkehrspiel, weil wir zu viele Bälle, einfache Bälle verloren haben. Diesen zweiten Ball sind wir nicht so richtig reingekommen. Da gibt es so zwei Schlüsselszenen. Toni Lindenhahn, der Toni, in der Wende den Ball besser nach vorne mitbringt, gehen wir alleine aufs Tor zu. Da sind wir, verlieren den Ball. Martin Röse, Lucky Punch, hat auch das 2-0 auf dem Fuß. Da ist das vielleicht eher entschieden. Schlussendlich ein 1-0 musste auch mal retten. Und das hat die Mannschaft überragend dann auch geschafft gegen den Top-Gegner der dritten Liga. Und ich freue mich für den HFC, für den Verein, für die Mannschaft, dass sie im dritten Spiel nochmal sehr, sehr erfolgreich war. Danke. Ja, danke auch an Dieter Schmidt, meine Damen und Herren. Sie haben jetzt immer die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen. Und jetzt natürlich wieder das Mikrofon. Wer beginnt? Patrick Franz von der Bild. Unser Schulprojekt, Lisa von der Sekundarschule. Hallo Herr Schmidt. Hallo. Wenn wir in der Schule eine 1 schreiben, werden wir dafür ordentlich belohnt. Ja. Womit belohnen Sie Ihren Spieler für den heutigen Sieg? Das ist eine gute Frage. Zum einen belohnen, weiß ich gar nicht so richtig, ob das eine Belohnung ist. Das waren jetzt 3 Spiele am Stück und eine sehr lange Zeit. Ich habe mir gerechnet, 14 Tage sind wir jetzt seit Montag vorletzter Woche zusammen, kriegen die Jungs jetzt mal 2 Tage frei. Also erst am Dienstag starten wir wieder, und da wird es noch eine Kleinigkeit von uns drehen. Das ist aber gar nicht so schwer. Du machst so auf gewesen vom Spiel. Also Sekundarschule Weinstein. Nächste Frage stellt bitte. Auf das von einem Set. Nicht? Aufgeregt. Ja, sehr aufgeregend auf jeden Fall. Die Frage auch an Rico Schmidt. Alle Experten, und auch Sie, haben vor der Saison gesagt, dass der Chemnitzer FC, Holstein Kiel und Preußen Münster mit Aufstieg mitspielen. Aktuell stehen alle Vereine hinter dem HFC. Was sagt das über die Entwicklung des Hallischen FC aus? Das sagt zum einen erstmal aus, dass die Liga unberechenbar ist und die Mannschaft unberechenbar ist. Guck mal an das Ergebnis von gestern Abend, Aalen Zwickau. Jetzt vor 3 Wochen hier gespielt, 3-0 geführt, 3-2 gewonnen. Gestern Abend gewinnt Zwickau extrem und nochmal eins mehr ausgeglichen. Wir gewinnen heute gegen eine starke Drittligamannschaft, die in Folge zweimal gewonnen haben. Und das spricht für die Mannschaft HFC in der Saison 2016-17, dass wir einen guten Kader haben, einen ausgeglichenen Kader haben, wo wir nicht nur Qualität in der Spitze, sondern auch in der Breite, wie wir es heute auch gesehen haben, für die Wechselungen, auch in den letzten Spielen zeigen. Und das macht natürlich auch Spaß für mehr. Gibt es eine Anschlussfrage? Ja, gleich noch eine Anschlussfrage. Und zwar, vielleicht können Sie ein, zwei Worte zum Einsatz oder zum Spiel, zur Leistung von Fabian Franke sagen. Das war nicht unbedingt zu erwarten. Wollten Sie Max Banowski nur eine Pause geben, oder war das vielleicht sogar in Fingerzeit auch für die weitere Entwicklung? Ja, der Fingerzeig, der Max hat das bis zum Dienstagabend richtig stark gemacht. Ein junger Mann, der hier aus dem eigenen Verein kommt und entwickelt worden ist.
Es war ja nicht abzusehen, dass er jetzt 12 Spiele am Stück plus Pokalspiele leistet. Und das sehr gut, in Summe. Ja. Und trotzdem hatte ich den Eindruck in der letzten Wochen, dass vielleicht mal Zeit ist, eine Pause zu gehen. Nicht rauszunehmen und sagen, mit dir will ich nicht mehr arbeiten. Also ich muss jetzt den nächsten, sondern eine Pause zu geben, einfach mal durchzuschnaufen. Ja. Und das sind das natürlich dann auch immer Entscheidungen, wo du viel überlegst, mit dem Hintergrund auch, dass Osnabrück groß gewachsene Spieler im Sturm haben, mit Friedhöfe, mit Christo, das sind Lappen, wo mit dem Fabian Frankl noch auch als Erscheinung und auch der Qualität dahinter ich dort auch einen Impuls setzen wollte für den Gegner. Ja, weil der Gegner guckt ja auch, was können sie, wie am Dienstagabend, La Socca wird immer bedient. Und wenn du jetzt vom Kopfballspiel her vielleicht nicht ganz so stabil bist, vielleicht auch von der Größe her, das ist natürlich schwierig. Gut, gibt es Informationsbedarf der Kollegen von der Bremer Brücke? Wenn es denn gerne sagt, sage ich es. Rekord in der Vereinsgeschichte, wir sind 8 Punktspiele in Folge umgeschlagen. Und das sollte man ja ganz kurz noch anmerken dürfen. Ja, bedanken wir uns für Ihre Aufmerksamkeit. Für unseren FC geht es weiter nächste Woche in Duisburg, dann im Landespokal. Ersten FC Weißenfeld, nächstes Heimspiel 19.11. gegen FSV 1952. Unseren Gästen vom VfL Osnabrück nächste Woche. Es gibt, glaube ich, gegen den FSV Frankfurt. Der Dottel, viel Erfolg und für heute eine möglichst staufreie und schnelle Einreise. Herzlichen Dank und schönes Wochenende. Dögel, der IT-Partner des Halleschen FC. Wir automatisieren Unternehmensprozesse, schaffen mehr Agilität, verbinden Menschen. Wir entwickeln Zukunft.